Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu unserer Expertentipp-Sendung von OneX2.com mit mir Alexander Kaiser. Ja, und diese Woche schauen wir auf zwei Top-Rennen am Sonntag nach Paris-Longchamp. Denn die französischen Guineas gehen über die Bühne, über die Meile 1600 Meter. Wir haben die englischen Guineas gesehen, da gab es einige Außenseiter, aber wir haben auch einige Pferde, die in den englischen Guineas liefen und nun auch in Frankreich. Ja, der Boden sollte relativ weich bzw. schwer sein. Es hat unter der Woche sehr stark geregnet. Und auch die Wetterprognose am Wochenende soll dementsprechend sein. Also die dreijährigen Pferde werden hier auf ganz weichen Boden treffen. Das erste Rennen, das wir anschauen, ist das Rennen der Hengste, der Poule de Sey de Poulon. Natürlich hochdotiert, 500.000 Euro gibt es hier zu verteilen für die Pferde. Ja, und Jim Bolger mit Poetic Flair wird bei den Bookies aktuell als Favorit gehandelt. Der gute Jim erlebt seinen zweiten Frühling, gewann in diesem Jahr zahlreiche Rennen. Ja, und mit Poetic Flair gewann er die englischen Guineas. Das Pferd war auch sowieso erst nur einmal weg, wurde stark unterschätzt am Toto, gewann aber ganz knapp beim Start im letzten Jahr. Da war das Pferd aber weit hinter seinem wohl heutigen Gegner, das ist St. Mark's Basilica. Kam dort nur als Zehnter, glaube ich, an. Trotzdem mit dem Sieg im Gepäck aus den englischen Guineas ist Poetic Flair natürlich der Favorit. Ja, St. Mark's Basilica aus dem Stall von A.P. O'Brien kommt nach seinem Gruppe 1-Sieg 8 Monate später hier wieder auf die Rennbahn bei O'Brien. Es ist eigentlich relativ unterschiedlich, so ein bisschen im Stall, ob die Pferde einen Start brauchen oder nicht. Unter der Woche hat er aber auch gezeigt, in York bei Pferden mit langer Pause, die gewannen hoch überlegen. Also O'Brien kommt immer besser in Fahrt. Ich denke mal, St. Mark's Basilica, das ist nicht natürlich gut, dass er noch keinen Start hat, aber er sollte hier ganz weit sein. Ja, die Franzosen wollen es natürlich den Iren hier streitig machen. Parchemin aus dem Stall von André Fabre ist hier zu erwähnen. Da war beim Saisonstart sehr viel Geld unterwegs, aber die Erwartungen konnten nicht erfüllt werden, war dort ganz weit weg von den gemeinten Pferden. Trotzdem, er hat das Potenzial hier aufzutrumpfen, denn wenn man mal in seine zweijährigen Formen reinschaut, dann sieht man, dass er durchlässigen Boden sehr bevorzugt. Policy of Truth, das Pferd von Pierre Brandt, nicht ungefährlich. Er gewann nämlich dieses Rennen, wo Parchemin als Toto-Favorit weg war. Dabei war er vor Sail Away, das Pferd mit von Rossi. Auch die sind hier wieder drin. Also es gibt ein Revival dieses Rennens in den französischen Guineas. Aber für mich die Ehre natürlich ganz stark in diesem Rennen zu beachten. Ich habe ja schon gesagt, Parchemin, für mich ein guter Platzkandidat. Der kann auch ganz vorne reinlaufen mit dieser tollen zweijährigen Form. Aber für mich St. Mark's Basilica ein Top-Pferd. Und O'Brien hat mir gezeigt unter der Woche, dass er auch mit Pferden gewinnen kann, die eine lange Pause haben. Deswegen für mich St. Mark's Basilica am Sonntag in dem Poule de Sey de Poulon, das Guineas-Rennen für die Hengste, mein Tipp für Sie. Dann geht es zu den Stuten der Poule de Sey de Pouliche. Das Pendant hier, auch hier natürlich wieder hoch dotiert, 500.000 Euro über die Meile. Ja, und hier ist AP O'Brien Favorit mit Mother Earth. Die Stute gewann mit Lanfranco de Tori die englischen Guineas. Das war ein toller Ritt. Hat sich dahinter dem gebeinten Pferd versteckt von O'Brien und dann flog de Tori zum Sieg. Die Form auch dieses Pferdes ganz stark, war davor Zweiter im Breeders' Cup und hat natürlich die beste Form auf dem Papier. Von Sweet Lady hatte man zuletzt mehr erwartet, nachdem sie beim Saisonstart hoch überlegen gewann. Aber sie ist wohl angewiesen auf durchlässigen Boden. Den wird sie hier treffen und das macht sie natürlich zu einer der Favoriten. Die Sweet Lady, ja letztes Mal, das war über eine längere Distanz. Jetzt geht es wieder zurück auf die Meile, also das sollte ihr durchaus entgegenkommen. Philomen hat noch eine weiße Messe, auch hier André Fabre, der Trainer, kann natürlich ganz andere Ware sein, hat auch schon gute Pferde geschlagen, auch dieses Pferd natürlich gefährlich.
Und dann gibt es noch ein Pferd aus Irland, was gefährlich werden kann. Das ist Miss Amulet. Auch dieses Pferd hat den Saisonstart. Ist so ein bisschen das Fragezeichen. Hier war Dritter im Breeders' Cup zu Mother Earth. Also die beiden haben sich schon mal getroffen. Durchaus interessant zu hoher Quote. Ja, wer gewinnt hier dieses Rennen? Kann Mother Earth das Doppel schaffen hier? Für mich kann sie es, aber ich gehe trotzdem mit dem Franzosen Sweet Lady. Graffa hat eine tolle Stallform und für mich ist das Gute, dass der Boden durchlässig ist. Es ist seine, oder besser gesagt, ihre Distanz. Deswegen für mich hier Sweet Lady, der Tipp hier mit der tollen Stallform von Graffon im Pool de Sey de Pouliche am Sonntag in Longchamp. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Besser machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!